Okay, weiter nach oben und weiter nach oben. So, raus hier. Oh, es schneit! Schnee? Hier schneit es. Das gibt's in unserer Welt auf jeden Fall nicht. Boah, es ist Schnee! Schau mal, Marky Roll! Es ist Schnee! Schau mal, Schnee! Bist du ein Hund? Tsumugi ist richtig kalt. Ist das hier kalt? Unsere Avatare können Kälte spüren? Yep, ist das nicht großartig? Sie können nicht nur Kälte spüren, aber du kannst auch Schmerz und Befriedigung spüren. Man muss hier nicht einmal verhüten. versuch einfach ruhig zu sein, okay? Ich habe das Gefühl, je mehr ich mit dir rede, desto mehr mag ich dich nicht mehr. Also, wir sollten uns vielleicht mal hier oben umschauen. Okay. Ja, wir sollten das tun. Aber ich meine, hier ist ja auch nicht wirklich viel, oder? Wir haben hier das hier. Fernglas, aber viel mehr auch nicht. Mann, es scheint, als hättest du jede Menge Erfahrung mit Ferngläsern. Du bist ein richtiger Spanner. Ich habe eine Menge Erfahrung mit Ferngläsern. Was meint sie damit? Okay, damit können wir auf jeden Fall ziemlich weit schauen. Und das war's auch schon, okay. Gut, dass es hier aus der Vogelperspektive ist, ist so ein bisschen seltsam, weil das nicht realistisch ist, aber... Vielleicht können wir hier irgendwas finden. Ich meine, Schnee, Schnee, Berge, Bäume, aber... Okay, haben wir noch einen Fluss? Aber viel mehr sehe ich ja auch nicht. Ha? Die Ferngläser können nicht weitersehen als hier. Also hier endet das Ganze. Ah, ist das, wo diese Linie auf der Karte war? Ich hab's euch doch gesagt, es ist keine Linie. Aber was ist es dann? Warum hört das Fernglas dort auf? Ah, aggressive Männer kommen und gehen immer und kommen zu früh. Ich erkläre es euch, wenn wir dort sind, okay. Dann wollen wir vielleicht mal dorthin gehen gleich, aber hier haben wir auch noch irgendwas. Ein Lagerraum, okay. Aber hier ist wirklich gar nichts drin, du. Ich meine, eine Box? Noch eine Box? Da haben wir anscheinend darunter noch Tapete oder sowas und dann noch so ein Brett unten. Hm. Hier ist anscheinend nichts Wichtiges. Und Mio hat ja auch die ganzen Gegenstände umgeschrieben, sodass sie nicht als Waffen genutzt werden können. Hat sie zumindest so gesagt. Von daher... Ich sehe hier nichts, was gefährlich sein könnte, wenn man es als Waffe nutzt. Und außerdem, das hier ist nur ein Simulator, richtig? Wir werden nicht wirklich sterben. Ja gut, wir können uns das ja trotzdem mal anschauen. Oder vielleicht ist es hier so leer, weil die ganzen Waffen entfernt wurden. Hm. Und dann noch ein eingerollter Teppich. Es sieht alles ziemlich sicher aus. Ja, das würde ich auch so sagen. Also gefährlich scheint mir das jetzt hier nicht wirklich zu sein. Aber auch nicht wirklich nützlich, oder? Und? Hast du es geschafft, dir alles anzuschauen, was verdächtig aussah? Ja, aber es gab nicht so viele interessante Sachen. Ah, es ist wirklich kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier schneien würde. Schön, Himiko. Das bedeutet, wenn du stolperst und dir wehtust, wird es gar nicht wirklich wehtun. Sei nicht unhöflich. Ich bin nicht wirklich die Art von Mensch, die häufig stolpert. Himiko. Das war viel zu klischeehaft. Schnee und eine Villa, ha? Huh? Wie unheilvoll. Großartiger Job. Ein Killing Game Simulator, ha? Huh? Aber wir hinterlassen dir nicht unsere Fußspuren. Was hat es damit auf sich? Es wurde wahrscheinlich so programmiert. Es wäre leicht herauszufinden, wer der Täter ist, wenn man sich die Fußspuren anschaut. Aber ich meine, wir wollen auch... Ach so, ja, stimmt. Es ist ja ein Killing Game Simulator. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja nicht vor, hier jemanden umzubringen. Aber es war ja ursprünglich mal ein Simulator. Ja, scheint so. Aber darum braucht ihr euch keine Sorgen zu machen.
Das hier ist nur eine Simulation und es gibt hier keine gefährlichen Gegenstände. Also, lasst uns rausgehen. Wir können über den Fluss gehen und dann zu der Kapelle kommen. Aber wie können wir über den Fluss kommen? Ich kann mich nicht daran erinnern, eine Brücke gesehen zu haben. Oh Mann, du bist so verdammt dumm. Also, lasst uns dorthin gehen und dann werde ich es euch dort erklären. Na gut, dann gehen wir mal dorthin, aber ich habe dort auch nichts gesehen, was wirklich als eine Brücke hätte genutzt werden können. Kibo, stimmt irgendwas nicht? Nun, ich habe mir nur diese Mauer angeschaut und ich habe darüber nachgedacht, was Mio gesagt hat. Darüber, dass nichts hinter dieser Mauer existiert. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über diese Mauer bei unserer Akademie. Ach, nichts. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Wir sollten da mal los. Wenn wir zu spät sind, dann wird Mio uns wieder beleidigen. Aber Unrecht hat er nicht. Es ist genauso wie bei der Schule, ne? Hinter der Mauer ist anscheinend nichts. Gut, dann gehen wir mal wieder hier runter. Auch die Laufanimation ist wirklich sehr süß. Ich meine, schaut euch das mal an. Wie ein Pinguin watscheln wir hier rum. Aber okay, dann mal raus hier. Auch wenn es da draußen anscheinend ziemlich kalt ist, aber kann ich mir jetzt vielleicht mal den anderen Kram hier noch anschauen? Dann halt nicht. Okay, Schnee, Schnee, Schnee. Wo sind denn alle? Hallo? Ist das das Geheimnis der Außenwelt? Eine Monocoin, okay. Ja, hier ist anscheinend auch nicht wirklich viel. Etwas Leuchtendes. Drei Monocoins. Also hier könnten wir theoretisch ein paar Monocoins farmen. Wobei, die werden wahrscheinlich nur einmal hier sein, ne? Also farmen nicht wirklich. Ach, hier sind alle. Okay, warte mal. Bevor ich da hingehe, vielleicht haben wir hier noch irgendwo Monocoins. Was haben wir hier? Mirai Hills. Mirai bedeutet... Zukunft, richtig? Ich glaube ja. Es ist ziemlich peinlich, weil ich Japanisch lerne, aber das ist kein Wort, das man so früh lernt. Deswegen habe ich jetzt ja alles schon gesehen. Aber ich meine, Mirai ist Zukunft, oder nicht? Naja, gut, dann wollen wir mal hier. Hallo? Hier oben wart ihr, okay. So, Mio. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Beeilt euch und kommt hierher. Ich bin doch hier. Zu der Brücke? Oder soll das keine Brücke sein? Es gibt hier überhaupt keine Brücke. Wie sollen wir dann über den Fluss kommen, ha? Huh? Nur damit du es weißt, meine Magie funktioniert in dieser Welt nicht. Sag mir nicht, dass wir schwimmen müssen. Okay, ich werde es euch nicht sagen. Und außerdem, ihr könnt in dieser Welt nicht in den Fluss gehen. Aber sollen wir da vielleicht ein Boot benutzen? Oh Mann, du versuchst nicht einmal mehr, deine Dummheit zu verheimlichen oder verstecken. Die Strömung ist zu stark. Ein Boot würde einfach weggeschwemmt werden. Also brauchen wir dann wirklich eine Brücke, ja? Ich hab's euch doch gesagt, wir haben bereits eine Brücke. Es gibt einen weiteren Fluss dort unten, der mit diesem hier verbunden ist. Und dort neben gibt es ein langes Brett, wo drauf steht Mirai Hills. Anscheinend war das für diese Villa gedacht, aber ich habe mir gedacht, dass wir es als eine Brücke nutzen können. Also müssen wir einfach das Ding herholen? Warum dreht sie sich so? Ja, aber ich werde den Masochisten fragen, das Ding zu holen. Er liebt es immerhin, wenn man ihm Befehle gibt. Ich? Ich bin der Masochist, okay? Shuichi, hol mal das Ding. Was? Ich? Ja, hol es schon. Hä? Ja, du bist definitiv ein Masochist. Hä? Moment, denkt ihr alle dasselbe? Nur um es besonders zu machen, möchte ich, dass du wie ein Hund dort rüber kriechst. Nein, ich glaube, ich werde einfach ganz normal dorthin laufen. Danke. Okay, dieses Brett hier, dieses Schild, wo Mirai Hills draufsteht. Das wollen wir jetzt mitnehmen und das können wir als Brücke benutzen, anscheinend. Okay. Dann mal
Ach, ist auch so süß. Er hat das so süß gemacht, oder? Ach man, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem LP wie hier bei Danganronpa V3. Es macht echt verdammt viel Spaß, das Spiel zu spielen. Einfach, weil es so unglaublich gut ist und es auch so humorvoll geschrieben ist. Ach, ich werde wirklich mega traurig sein, wenn das hier endet, aber ein bisschen haben wir ja noch vor uns. Hey, ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du wie ein Hund rumkriechen sollst. Du hast wirklich gedacht, dass ich auf allen Vieren hier rumlaufen würde? Ah, was auch immer. Verschwende nicht meine Zeit und, leg das Brett dorthin. Okay. Na gut. Seht ihr? Es passt perfekt. Jetzt haben wir eine Brücke gebaut. Wir werden über das Schild laufen. Es wird definitiv kaputt gehen. Dein Gehirn muss kleiner sein als deine Titten. Ich hab's euch doch schon gesagt. Objekte können in dieser Welt nicht kaputt gehen. Also selbst dieses lächerliche Schild kann in dieser Welt als eine stabile Brücke genutzt werden, ja? Dieses Schild ist die einzige Brücke, die wir haben. Also passt auf und ja, wir sollten auf jeden Fall nicht das Ding in das Wasser stoßen. Wenn das Schild in das Wasser kommt, dann werden wir die Brücke nicht wieder zurückbekommen können. Okay, ich hab's schon verstanden. Mann, bist du nervig. Und da wären auch noch die anderen beiden. Ha? Da ist eine Brücke. Oh, Gott sei Dank. Ich habe aufgegeben, als ich realisiert habe, dass wir gar nicht über diesen Fluss kommen können. Wo warst du überhaupt und was hast du gemacht? Oder was habt ihr gemacht? Oh, ich war in dem Wald dort drüben und habe nach dem Geheimnis der Außenwelt gesucht. Aber leider konnte ich nichts finden. Nun, ich habe auch nicht erwartet, dass es so leicht sein würde. Richtig, Gunther? Ja. Perfekt. Es ist viel praktischer, wenn wir alle zusammen sind. Ha, was meinst du mit praktisch? Oh, gar nichts. Was auch immer. Wir sollten einfach über die Brücke gehen. Okay, das hat geklappt. Also das Ding scheint wirklich sehr stabil zu sein. Okay, beeilt euch, Leute, und kommt hier rüber. Es ist jetzt zu spät, zurückzugehen, okay? Einer nach dem anderen gehen sie alle hier rüber. So. Ja, hat ja geklappt. Nee, das war wirklich sehr stresshaft. Aber dass Objekte in dieser Welt nicht kaputt gehen können, stimmt wirklich. Das habe ich doch schon gesagt. Befinden wir uns jetzt nicht hinter dieser Linie auf der Karte? Das werdet ihr herausfinden, wenn wir weiterlaufen. Warum schaut ihr es euch nicht einfach an? Okay. Dann gehen wir mal weiter. Aber warte, bevor wir hier lang gehen, vielleicht haben wir noch irgendwie ein paar Monocoins hier versteckt, die wir hier irgendwo finden können. Nee, anscheinend nicht. Okay. Sie sagt immer noch, dass es kalt ist. Und Maki möchte, dass wir hier alles herausfinden. Himiko. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir mal weiter hier. Was haben wir jetzt hier? Was war das? Was war das? Was ist gerade passiert? Für eine Sekunde hatte ich das Gefühl, mein Bewusstsein verloren zu haben. Und alles wurde schwarz. Und jetzt bin ich hier. Das ist nicht mit unseren Körpern geschehen, aber es ist mit dieser Welt geschehen. Hä? Was meinst du damit? Aber das ist eine akkurate Beschreibung. Es ist, als ob die Welt sich verändert hätte. Könnte es vielleicht geladen haben? Korrekt. Auf jeden Fall, die Brillenschlange hier hat recht. Okay, wir haben also gerade den Ladepunkt der Karte überschritten. Und der wäre bei der Brücke dort anscheinend. Oder bei der Linie. Ich verstehe das nicht so ganz. Ist der Ladepunkt? Ah ne, der ist bei der Linie. Ne? Wir waren ja auf der anderen Seite schon und hat das noch nicht geladen. Sondern erst, als wir diese Linie überquert haben. In einigen Spielen, wenn man in ein Gebäude geht, dann braucht es einen Moment, bis es dort erst geladen hat. Und nun, draußen ist es ebenfalls so, weil die virtuelle Welt in zwei große Karten unterteilt ist. Und diese Linie dort repräsentiert diese Orte. Stellt euch diese zwei Karten einfach als zwei unterschiedliche Räume vor.
Genauso wie wenn man durch eine Tür gehen muss, um von einem Raum in einen anderen Raum zu kommen, müsst ihr durch den Ladepunkt gehen, um von einer Map zu der nächsten Map zu kommen. Und deswegen konnte ich mit dem Fernglas nicht weiterschauen, richtig? Natürlich, man kann nicht sehen, was in einem Raum ist, wenn man in einem anderen Raum steht. Okay. Oh, es ist ein Kartenladepunkt. Ich sehe wieder weg. Und wieder zurück. Haha, das macht echt Spaß. Also, wir verlieren nicht nur unsere Sicht, aber auch der Sound geht weg. Ja, man kann überhaupt nichts hören, während man bei dem Ladepunkt ist. Okay, also kein Sound und auch keine Sicht. Und die Kapelle ist da drüben, richtig? Also, ich gehe da schon mal los. Und die beiden wären damit schon mal wieder weg. Hey, geh nicht einfach direkt los. Ich vertraue dir nicht, dass du dort alleine hingehst. Ne, ich meine, Gaunter ist ja bei ihm. Okay, und damit wäre auch Kaito weg. Es ist, weil du ihm so viel Aufmerksamkeit schenkst, dass du wahrscheinlich wieder reingelegt wirst. Und Maki ist auch weg, okay. Mew? Ach, kann ich jetzt gehen? Achso, ich warte hier die ganze Zeit, dass was passiert, aber nee, wir können jetzt weitergehen. Okay, hier ist der Fluss. Aber ist hier vielleicht irgendwo das Geheimnis der Außenwelt versteckt? Ich finde hier gar nichts, was auch nur... Oder was ist das hier? Oh, 7 Coins. Ich dachte, das wäre diese Antenne dort. Oben auf dem Dach, aber nee, das waren nur ein paar Monocoins hier. Kann ich hier irgendwie runterkommen? Ah nee, okay, das geht nicht anscheinend. Ja, aber soll ich jetzt hier in diese Kapelle gehen oder was? Anscheinend. Aber vielleicht haben wir ja noch irgendwas versteckt. Kann ich hier wirklich nicht weitergehen? Nee, anscheinend nicht. Also, wie Mio gesagt hat, die Welt endet anscheinend hier bei dieser schwarzen Mauer. Also wirklich ziemlich oldschool, ne? Wie damals. Gut. Gehen wir mal hier rein. Hier ist echt wirklich verdammt viel Müll. Hier sieht's genauso aus wie in diesem einen Level bei Super Mario 64 Last Impact. Das war so ein Fangame und da gab's auch so ein Kapellenlevel. Habe ich mal ein LP zugemacht, ist zugegeben wahrscheinlich nicht wirklich ein gutes LP, aber das sah's genauso aus. Das hier ist die Kapelle. Ziemlich unordentlich, ha? Huh? Nee, diesen Ort hier zu durchsuchen wird ziemlich schwierig sein. Jetzt, wo wir uns die ganzen wichtigen Orte in dieser virtuellen Welt angeschaut haben, sollten wir uns aufteilen und nach dem Geheimnis dieser Außenwelt, der Außenwelt suchen gehen. Wir teilen uns also auf, ha? Huh? Das ist wahrscheinlich besser. Ich frage mich, was das Geheimnis der Außenwelt sein könnte. Monokuma hat uns ebenfalls nicht viele Informationen gegeben. Werden wir es finden können, wenn wir gar nicht wissen, was es ist? Es bringt nichts zu fragen, ob wir es finden werden oder nicht. Wir müssen es einfach tun. Unrecht hat er da nicht. Ich meine, wir sind jetzt auch schon hier, ne? Von daher... Ja, das stimmt. Wir müssen einfach nach allem, was verdächtig aussieht, Ausschau halten. Und irgendwann werden wir es schon finden. Hört sich ziemlich schwierig an, aber ich schätze, wir müssen es einfach tun. Oh ja, bevor wir uns aufteilen, möchte ich dir noch eine Frage stellen, Mio. Was macht ihr da? Was flüstert ihr euch dazu? Das geht dich gar nichts an, okay? Okay, wir sollen uns also aufteilen. Aber wer entscheidet sich, wie wir uns aufteilen? Überlasst es einfach alles mir. Ich werde es herausfinden, wie wir uns aufteilen werden. Nein, warte. Ich werde das entscheiden. Ich kenne diese Welt besser als ihr. Also werde ich entscheiden. Oh, bist du dir sicher? Kaito, ich möchte, dass du das Dach überprüfen gehst bei der Villa. Hä? Warum muss ich das Dach überprüfen gehen? Das ist verdammt kalt. Ja, Kaito kann auf keinen Fall in der Kälte suchen. Okay, dann werde ich es tun. Ich muss das Dach überprüfen gehen, richtig? Ja, also Kokichi ist wirklich verdammt gut darin, Leute zu manipulieren. Kann man nicht anders sagen. Kaito und Kokichi kommen nicht wirklich gut miteinander aus.
Kokichi, du schaust dir den Salon an. Okay. Okay, verstanden. Wir brauchen noch 3 weitere Leute, die sich die Villa anschauen. Es ist egal, wer. Der Plan wurde auf einmal ziemlich schlampig. Oh, I see. Dann sollte Gaunter mit mir kommen. Wir können die Umgebung der Villa überprüfen, weil niemand anderes mit der Kälte das machen möchte. Okay, Gaunter mitkommen werden. Ja. Mhm. Ein wahrer Gentleman muss sich immer freiwillig melden, um die schmutzige Arbeit zu machen. Also wirst du wieder einfach Gaunter ausnutzen, ha? Huh? Ich habe mich entschieden. Ich werde ebenfalls dorthin gehen. Ich muss sicher gehen, dass er nicht wieder Gaunter ausnutzt. Wir brauchen noch eine weitere Person für die Villa. Shuichi, komm mit uns. Okay. Maki ist richtig neidisch. Ist Maki sauer, weil sie jetzt ganz alleine ist? So süß, oder? Selbst wenn ich sie fragen würde, ich schätze mal, sie würde einfach nur sagen, dass ich... oder mich fragen, ob ich sterben möchte. Ich sollte also einfach ruhig sein. Okay, und die anderen, die bleiben mit mir hier in der Kapelle. Also Himiko, Maki, Mio und ich. Verstanden. Also, dann sollten wir zurück zu der Villa gehen. Wir müssen das Geheimnis der Außenwelt finden. Okay, und da geht er schon mal los. Also, viel Glück, Maki Roll. Tja, Maki, dieses Mal alleine, ha? Huh? Hey, ist Maki Roll wütend? Shuichi, hast du irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht. Ich... Na gut, können wir uns hier den ganzen Kram anschauen? Okay, aber anscheinend ist hier nichts Wichtiges. Ein paar Weihnachtssachen anscheinend. Und hier? Bücher, Weihnachtsgetränke. Okay, das ist dasselbe wie gerade auch schon. Also wir sollen hier anscheinend wirklich nichts anschauen. Das hier sieht aber ein bisschen seltsam aus, oder? Kaede, der hätte das Ding wahrscheinlich gut spielen können. Ja, aber sie ist ja nicht mehr länger hier. Ja gut, dann gehen wir mal weiter hier, ne?